Ja, so kannst du Track die Treppe als erstes nach oben treten, die dann direkt hinter der Tür nach oben steigt. Und wenn du ja sicherlich 10 Meter nach oben gegangen bist, stehst du auf einem kleinen Podest, eine Treppe, die hier zur rechten abführt, und die Treppe geht danach direkt wieder runter. Hier würde mich einmal kurz umschauen. Also an sich ist es erstmal nur ein Flur mit einer Tür und die Treppe wieder runter. Ich würde die anderen ranfingen. Ah, hier geht's auch wieder runter. Wunderbar. Und direkt mal die Ja. nach unten gehen. Warum sind wir denn hier? 2 Meter nach unten kannst du die nächste Tür entdecken. Jo. Diese Treppe nach unten, ist die in welchem Winkel steht? Geht das den gelben Raum hier zurück oder in einen anderen Nee, Raum? es geht im Prinzip immer geradeaus. Also ihr seid zurzeit noch nicht abgebogen. Alles klar. Gab es Möglichkeiten abzubiegen? Nein, ne? Also jetzt oben auf der Plattform gibt es eine weitere Tür, die führt zu eurer Rechten. Und ansonsten nur wieder, also nach hinten könnt ihr wieder zurück die Treppe runter und vor euch die Treppe runter. Ich leg mal ein Ohr an die Tür, während wir da lang marschieren, zu horchen, ob dahinter irgendwas ist, Musik spielt oder Stimmen zu hören sind. Nee, ist alles ruhig. Genau, das kriege ich da auch mal einen Blick rein. Also kannst sehen, wie da wohl eine weitere Treppe nach unten führt. Was ist das denn für eine? Naja, wir wurden ja vor der komischen Architektur irgendwie gewarnt. Hier drüben geht das auch nach unten. Hey, warte einmal. Woltach, hast du Stift und Zettel? Ja, ich habe eine Feder und ein bisschen Tinte und natürlich mein treues Buch, in dem ich mir Notizen mache. Ja, gib doch einmal her. Ich würde mal einen Griffel klauen von ihm und ja, die Rückseite von seinem Notizbuch. Und ich würde mal probieren, zumindest die Architektur so etwa nachzuzeichnen. So nicht wirklich maßstabsgerecht, aber so einigermaßen, dass wir, falls wir irgendwelche merkwürdigen Räume treffen oder merken, da müsste eigentlich ein Raum sein, da ist aber kein Raum, dann hoffe ich, das kann ich dadurch bemerken. Muss ich mal ein Zeichnen würfeln oder? Kartografie. Habe ich nicht. Ja, es ist aber eine Kartografieprobe. Du kannst ableiten auf Klugheit plus 7. Wow, kann ich nicht mal ein Zeichen ableiten? Plus 10. Okay, lieber das. Sehe ich, also nur noch mal als Frage, sehe ich das jetzt richtig? Wir gehen nach unten, also unter die Erde. Nee, also ihr habt im Pfauenpalast in dem Thronraum gestartet, die Tür aufgemacht, ihr seid 10 Meter nach oben gegangen und dann gab es Okay. dort eine kleine Plattform, eine Tür nach rechts und eine Treppe nach unten. Diamantis hat die Tür aufgemacht, eine weitere Treppe nach unten. Okay, also wenn wir die jetzt runtergehen würden, würden wir unter dem Ebenerdigen sein. Das weißt du nicht, Oder? zumindest bist du irgendwo 10 Meter, also du hast sowieso schon die Orientierung so ein bisschen verloren. Ich hätte die Probe geschafft und hätte probiert, einigermaßen maßstabsgerecht diese Anordnung von Treppen und Räumen mal zu skizzieren. Also die Probe ist jetzt ja nicht erschwert gewesen. Das ist ja nur eine einfache Ableitung Plus gewesen. C, ja, okay, aber Genau, immerhin. also es ist erst einmal ein paar Striche auf dem Papier, die sind noch maßstabsgetreu und das kann sich dann aber sehr schnell verlieren. Richtig, aber noch hilft es uns weiter. Noch. Wohin jetzt? Da lang oder in den Raum und Treppe runter? Ich glaube, da wir keine Ahnung haben, wo wir hier überhaupt hin wollen, spielt es gar keine Rolle. Ja, ich denke auch, ihr solltet mir folgen. Ich habe einen guten Richtungssinn. Das ist gut. Ich habe ja meinen Dolch nicht dabei, ansonsten könnt ihr euch immer sagen, naja, wo der Ort der Weihe des Dolches war. Ich würde auch mal die Treppenstufen zählen und die eintragen. Ja, das ist eine Rechnenprobe. Okay, einfach Ja, okay. es ist eine Rechnenprobe. Also wenn du jetzt nebenbei noch rechnen möchtest und das aufschreiben Zählen, magst. zählen, zählen, nicht rechnen, aber okay. Oh, das gelingt dir zumindest relativ gut. Und so könnt ihr dann Track folgen. Es ist sowieso egal. Er führt an. Und so geht er dann die Treppe weiter nach unten. Nach 8 Schritt könnt ihr sehen, wie hier im Prinzip endet die Treppe direkt vor euch. Ihr seht ein Fenster, was da ist. Keine Tür, nur ein Fenster. Ja, da würde ich das Fenster, kann man das öffnen? Also es ist sowieso schon offen und ihr seid wohl in irgendeinem Turm, würdest du meinen. Zumindest ist die Position ein bisschen erhöht. Ich möchte mal rausgucken. Ja, unter dir liegt Elbow. Das ist wohl die Meerseite. Sind über oder unter uns auch andere Fenster?
Ja. Wie weit entfernt? Also so einen richtigen Vorsprung gibt es nicht, aber den kann man, also wenn du dich jetzt nach draußen bewegst, rauskletterst, dann könntest du mit einem echt mutigen Sprung an diesem Turm entlang, das sind sicherlich 3 Meter. Das kann man schaffen. Aber wenn du fehltrittst und stürzt, dann sind das, du weißt jetzt nicht genau, guckst nach unten, vielleicht 7 Meter. Das ist zwar Gras, aber es sind 7 Meter. Also ich würde sagen, in den 3 Metern, da ist ein Fenster. Ja, vielleicht sollten die andere Treppe noch einmal ausprobieren, wer weiß, wohin sie hinführt. Ich glaube nicht, dass wir erwarten können, dass wir alle das Fenster erreichen. Nun, wir haben doch ein Seil. Aber mir, hol das Seil. Vielleicht sollten wir jetzt mal einmal die andere Treppe benutzen, bevor wir jetzt unsere Kletteraktion starten hier. Nein, Axtaklopp. Wenn uns von draußen irgendwer sieht, dann haben wir gleich alle Wachen auf den Hals. Ja, das ist richtig. Ja, aber mir hat leider recht, aber wenn wir nichts finden, kommen wir hier wieder hin und klettern. Ich weiß nicht, ob das dann hier noch hier ist. Ich habe eine Zeichnung. Wie schreibt man diese Skizze rum? Ja, ist ein schöner Schmierzettel. Ja, ist das besser, ein... Besser als nichts, oder? Das ist ein Lemur, oder? Nein, aber das ist eine Treppe. So zeichnet man doch keine Karten. So kann man doch gar nicht absehen, ob das... Willst du die Karten zeichnen? Na, wollen also, nicht. Also aber nicht. Kennt ihr es ob? Aber selbstverständlich kenne ich mir mit Karten aus. Dann zeichnet ihr diese Karte. Ich reiche mal den Stift und den Zettel. Was euch übrigens jetzt erst auffällt, Zulamin ist nicht mehr da. Die ist zwar mitgekommen, die war sehr ruhig, aber sie ist jetzt mittlerweile nicht mehr da. Oh, Zulamin hat sich schon verlaufen. Das fängt ja gut an. Ihr könnt die Treppen wieder nach oben gehen und jeder andere kann, wenn er mag, mitzeichnen zu dem, was Abel mir auch tut. Und wenn ihr die Treppe wieder nach oben gestiegen seid, seid ihr wieder auf der gleichen Plattform. Allerdings ist die Tür dieses Mal auf der anderen Seite. Die Tür war doch dort, oder? Ja, weißt du nicht, was sagt dann deine Karte? Ja, die Tür müsste dort sein. Verdammt! Ich zaubere mal einen Odem. Ich bin neugierig. Also, ich lasse mir natürlich Zeit. Heißt um 3 erleichtert. Und zwar auf Sichtbereich. Das wären also insgesamt 13. Helles Leuchten überall um dich herum. Keine gute Idee. Und die Merkmale kannst du auch so erkennen. Ist auf alle Fälle dämonisch. Dämonisch als Merkmal. Ah, es brennt in den Augen. Oh, wie das brennt. Oh. Ich lass dir einmal kurz die Augen geschlossen. Es wird bald abklingen, hoffentlich. Ja, nichts, was wir nicht erwartet hätten. Ich würde dann mal an der Tür lauschen. Auf der falschen Tür jetzt? Ja, an der falschen Tür. Du kannst da auch nichts erkennen. Also, hören. Ja, keine Musik, keine Menschen, die da stehen. Muss ich meine Klinke runterdrücken und vorsichtig runterdrücken und meinen Kopf mal durch die Öffnung stecken dann. Ja, es scheint wohl so wie eine Art Bildergalerie. Irgendwie so ein Kunstzimmer von der Satrapa. Und die Tür mal ganz aufmachen jetzt und feiner Teppich, der hier ausliegt und Bilder, die hier hängen, teilweise auch noch frisch gemalte Bilder, die noch auf irgendwelchen Ständern positioniert sind. Edler Teppich, der unter dir ausliegt, und du kannst tatsächlich auch noch einen V erkennen, der da wohl irgendwo am anderen Ende des Raumes einen Rad gerade schlägt. Bevor ich durch die Tür trete, würde ich mir nochmal den Türrahmen angucken, den Türrahmen selber angucken, ob da auch schon Zeichen angebracht sind. Ein XXI. Basparanov hier, 21. Vielleicht hilft uns das weiter. Schreib das auf! Diamantes. Ja. 21. Ja, jetzt steht doch nicht so eine Tür rum und ich würde mich an Abel mir vorbei in den Raum drücken. Ich halte also mich mal an irgendjemandes Kleidung fest. Ich reiche dir meinen Arm. In dieser Bildergalerie könnt ihr tatsächlich auch viele weitere Türen erkennen, die hier abzweigen. Also so groß wie der Raum ist, sicherlich
sechs, sieben, da ist noch eine achte Tür. Acht Türen, die in verschiedenen Wickeln abführen. Kann man auf den Bildern irgendwelche Leute sehen, die wir kennen? Du überfliegst das Ganze so ein bisschen und dann bleibst du an einem Bild stehen, was dich an das erinnert, was ihr in Janka hattet. Eine Szene, ja, gezeichnet in Stein. Das ist der Mann mit dem Zamal al-Sulef, dieser Gürtel von Belkelel, und dem Gewand von Raya. Du hast das Bild schon lange nicht mehr gesehen, aber es ist exakt das Bild, was auch Zulamin bei sich hat. Das ist das, was Alric Donatian gemalt hat. Oh, komm mal her, das kenne ich hier, das Bild, das hat er hier. Oder nicht? Ja, das scheint das gleiche Bild zu sein. Ich würde mal genau betrachten, ob ich irgendwelche Unterschiede erkennen kann. Kleinste Details, keine Ahnung. Die Hände, er hält in der unteren Hand was anderes oder die Szene. Welches Bild meint ihr? Meine Augen sind doch... Warte einen Moment, das wird hoffentlich gleich nachlassen. Wir haben ein ähnliches Bild, oder ein vermutlich gleiches Bild getroffen wie da, bei uns in Janka, wisst ihr, diese Szene. Oh ja, ja, ja. Dieses Bild wurde stundenlang vor uns war. Ist nicht gut. Ich würde mal wieder genau betrachten, jetzt, ob da irgendwelche kleinsten Details anders sind. Irgendwie. Also in deinen Augen nicht, nein. Das ist der gleiche Djinn, das ist dieser gleiche Steinpodest. Sogar diese Unterschrift ist die exakt gleiche. Das muss das Bild von Alric Donatian sein. Ob hier wohl auch ein Teil von ihm drin steckt? Ein Teil seiner Seele? Alter. Wir könnten ja mal einen magischen Blick drauf werfen, aber das hat unseren Zaklop hier nicht gut getan. Aus welchem Material ist das Bild? Aus Stein. Direkt wohl in den Palast eingearbeitet, ähnlich wie es bei euch war. Ich würde mal ein Odern werfen, nur auf dieses Bild, nicht auf die Umgebung. Auf Fiem, du kannst mittlerweile Musik hören, was wohl aus einer der Türen zu kommen scheint. Oh, da geht's zurück zur Musik. Aber da dürfte es doch gar nicht zurückgehen. Igi Gamma Gott. Und mir Zeit lassen? Das Bild ist magisch und hat die gleichen Magiesignaturen wie auch eures. Gut, ich hatte es damals, glaube ich, mit einem Analyse noch später genauer analysiert, aber dafür haben wir natürlich gar keine Zeit. Ja, vor allem Boltax hat ja auch eine Reise durch die Zeit gemacht, um sich das Bild und die Entstehung anzugucken. Das Bild scheint fast identisch zu sein. Es steht nur am falschen Platz. Hatten wir nicht auch bei, nun, ihr erinnert euch, als wir auf dieser Insel waren, wo wir, den Magiergrafen festgesetzt haben. Hatte er nicht auch das Bild gehabt? Ja, richtig, aber das war anders. Habt ihr zumindest gesagt, als ihr euch den Nergen angeschaut habt. Ja, aber ich meine nur, es ist doch nicht verwunderlich, wenn mehrere Abbilder des gleichen Bildes auftauchen. Hey. Woher kommt der denn? Diamantis deutet in die Ecke des Zimmers, in die Richtung des Zimmers, wo ein V steht und uns vielleicht anstarrt. Naja, vielleicht aus dem V-Zimmer. Und der da? Und Diamantis deutet auf einen zweiten V, der auf einmal aufgetaucht ist. Sehen wir den auch? Ja, ihr könnt die beiden Frauen sehen. Also direkt als ihr reingekommen seid, hattet ihr schon den einen gesehen, der das Rad geschlagen hat. Wo jetzt der zweite herkam, vielleicht stand dahinter irgendwie in der Galerie oder sowas, aber... Ja. Also schöne Federn, muss ich ja sagen. Aber, hier sind wir doch etwas unheimlich. Mein Augenlicht normalisiert sich langsam. Es sind noch Vögel.
Ja, aber Vögel tauchen doch normalerweise nicht einfach aus dem Nichts aus, oder? Habt ihr hier irgendwo eine Tür aufgehen sehen? Der oder war vorher schon dort, als die Tür aufgemacht hatte. Ja, aber der da doch nicht. Was Diamant ist, vermutet ihr etwa einen faulen Zauber? Fauler Zauber, weil es faul sind. Ja, es war nicht ein schlechtes Zeug, ich bin ganz ehrlich. Wir haben hier 8 Türen, oder? Ich würde nochmal durchzählen. Ja, du bist dir ganz sicher, dass es eben 8 waren. Zurzeit kannst du gerade nur 6 sehen. Nee, es sind doch nur 6. Ich muss mich vorhin verzählt haben. Nein, hast du nicht. Das waren vorhin 8. Also? Ich weiß nicht, hier wird irgendein Spiel mit uns gespielt. Ich denke, die logische Antwort ist, welche Tür auch immer dem Bild gegenüber ist, ist die Tür, die wir nehmen sollten. Nun, es ist ein Versuch wert, mindestens. Sehr gut. Ich möchte die Tür ausmachen, die möglichst dem Bild gegenüber ist. Ja, du schaust nochmal nach, gehst zu der Tür, drehst dich nochmal um. Das müsste die Tür sein, die gegenüber ist. Viel andere Kunst, wie gesagt, wirklich reihegefällig ist das nicht. Auch wenn hier mit roten Farben und mit Rosenblüten gearbeitet worden ist, sind wohl Darstellungen von Sex, aber gut, dafür hast du gerade gar keine Zeit. Aus dem Raum kommt wohl keine Musik, aber wenn du sie aufmachst, kannst du eine weitere Treppe erkennen. Führt nach oben. Oh, sehr gut, hier gibt's noch eine Treppe. Kommt her, das ist ein Treppenraum. Als ob wir hier nicht schon genug Scheißtreppen hätten. Runter oder hoch? Oder ich gehe erstmal vor und ihr wartet hier, wie ihr möchtet. Nein, ich bleibe bei dir. Sag mal, dasselbe passiert wie bei Zulamin? Nein, ich glaube nicht. Ich denke auch, wir sollten zusammenbleiben. Na, wie ihr meint. Geht auch nur 2 Schritte runter, ist also gar nicht so lang die Treppe. Ja, jetzt lauft mir doch nicht so in den Rücken. Also wirklich. Die Treppe angeschlossen, wenn du runtergehst und die anderen dir folgen, ein langer Flur, den kannst du sicherlich nochmal 10, 15 Meter entlang gehen. Wie auch immer hier Licht scheint, es ist nicht dunkel, aber Fenster gibt es hier auch nicht. Und dann stehst du vor einer weiteren Tür. Oh, sehr gut. Hier gibt es nur eine Tür. Perfekt. Das ist der richtige Weg. Ja, kannst du einmal aufmachen, stehst in einem weiteren Flur und nach 3 Metern eine weitere Tür. Oh, ich sag's euch, ich hab hier ein gutes Gefühl. Mach direkt die nächste Tür auf. Ja, geht wohl so ein bisschen ein halbrunder Weg, irgendwie als ob du so ein Turm- oder Wendelzimmer wärest, so schräg nach oben wieder. Und du folgst dem Ganzen, weil du ihm quasi folgen musst, es geht halt immer nur geradeaus. Du kannst auf der rechten Seite noch wieder so ein Turmfensterchen erkennen. Kannst du wieder nach draußen blicken, wieder ins Meer. Warum auch immer es hier schon wieder ins Meer führt, nach draußen der Weg, auch wenn du dich eigentlich umgedreht hattest. Und wenn du diesem Wendeltürmchen nach oben folgst, kannst du dann wieder vor einer weiteren Tür stehen bleiben. Oh, kannst auch das Fenster nehmen. Fenster oder Tür, was meint ihr? Naja, ich habe gerade den Gedanken bekommen, vielleicht ist der Palast noch von innen verzaubert. Aber wenn wir die Außenfassade nutzen... Ja. Schau mich nochmal in den Türrahmen um. Ist da auch eine Nummer zu finden? Ja, eine 1 und eine so ein V. Okay, also das Kusuka-Zeichen und also Bosparano. IV, ja genau, also 4. Ah, 4. Auf ja weitergemalt, während wir gelaufen sind. Deine Zeichnung kann mittlerweile nicht mehr funktionieren. Also, wenn ich ehrlich bin, ich schon knapp vor einer Viertelstunde einfach den Faden verloren. Vielleicht sollten wir einfach aufschreiben, welche Tür in welches Zimmer führt. Ich hätte beides mal über meine Zeichnung mal schreiben müssen. Das funktioniert hier gar nicht. Ja, wir machen also, aber was Boltak sagt, ist doch nicht doof. Schreib mal auf 4 und dann gucken wir, wo wir hinkommen. Schreib auf 4. Ja, ich hab's ja schon. 4. Ja, du könntest auch mal ein bisschen schöner schreiben. Also das kann ja keine Sau lesen. So, ich mach jetzt die Tür auf und dann schreibst du auf, was da drin ist.
Ich mach die Tür auf. Du machst die Tür auf und kannst so sehen, wie du in einem Ankleidezimmer stehst. Viele Schränke, viele Kleider, die auch hier an irgendwelchen Stangen hängen. Feinste Seide und es riecht unglaublich gut. Du kannst sehen, wie da wohl ein Schrank in der Ecke steht mit vielen Parfümflaschen, so kleine Flakons aus aller Herren Länder. Ich guck mal, ob da Stollen Nummer 5 dabei ist. Nee, das wohl nicht. Es hat kein zwergisches Parfüm dabei, aber aus dem Horasiat kannst du was erkennen, aus Al-Anfa, sogar aus Festum ein Parfüm. Irgendwie, soll wohl nach Frost oder so etwas riechen. Ich hinterlasse einen freundlichen Hinweis, dass man doch bitte noch Stollen Nummer 5 auffüllen würde. Drei Türen, die von diesem Ankleidezimmer aus abgehen. Aus einem kommt Musik. Ich glaube, das sollten wir meiden, diese Tür dort. Meint ihr wegen der Musik? Ja. Ihr lest doch mal vor, was steht denn da oben an der Tür dran, aber mir, ich kann doch diese Hieroglyphen da nicht. Ich schau mal hin. II. Also 2. Notier 2. 2, schreib auf 2, Musik. Ja, ich höre das schon, wenn er mir das sagt, Jemis. Du musst das nicht noch wiederholen. Naja, aber so als dein erster Offizier, dann schadet's ja nicht. Also guck mal, was mal an dieser Tür steht. Guck ich mal einen anderen Türrahmen um. XXX. Ja, 30. Probieren wir erst diese oder die andere? Ich habe ein schlechtes Gefühl, ins Zimmer einzutreten, weil die 3X stehen. Nun, es ist eine bosporanische Schreibweise von Zahlen. Naja, also es gibt hier nur zwei Logiken. Entweder niedrige Zahlen sind gut oder hohe Zahlen sind gut. Und da die 2 ein oder die 4, welche Nummer ist das hier nochmal? Die 4, richtig. Da wir in der 4 sind und hier nichts Wichtiges ist, denke ich, dass wir eine hohe Zahl brauchen. Dann nehmen wir diese Tür. Rafim, dein Blick, als du das gerade sagst, fällt dein Blick auf eine Tür. Wie gesagt, eine dritte gibt es hier wohl auch noch. Oder eine vierte, wenn du dich umdrehst und zurückgehst in dieses Wendelturmzimmer. Da steht MMX drauf. Du weißt nicht genau, was MMX bedeutet, aber es könnte noch höher sein. Hör mal bei mir da hier nochmal Hieroglyphen, mach mal. M steht, glaube ich, für 1000, richtig? MMX wäre dann 2010. Eine recht hohe Zahl. Hier soll es 2010 Zimmer geben. Nun, ich vermute mal, es ist eine Art, nicht durchnummerierte, sondern es folgt einem System, was wir nicht verstanden haben. Ja. Ich denke, du solltest noch ein, haben wir noch ein zusätzliches Blatt, das werden ja viele Räume. Ja, zum Glück hat Boltax, der Schriftsteller, der Dichter, viel Papier mitgebracht. Ja. Auch wenn du dafür dein Büchlein zerreißen müsstest. Aber ihr könnt dann so ein bisschen das aneinander backen. Und so wird eure Karte dann größer und größer. Also wollen wir abstimmen? Oder hat irgendwer eine bessere Idee als meine, erstmal die hohen Räume auszuprobieren? Weil ich habe keine Ahnung. Dann gehen wir eben in den MMX-Raum. Ja, das ist die richtige Einstellung. Und bei welcher Zahl war das jetzt nochmal? In 2010. 2010. Ja, ihr öffnet die Tür und es kommt, wenn du sie dann geöffnet hast, so ein bisschen Geklapper daraus hervor und ein unglaublich leckerer Geruch. Wenn ihr dann eintretet, steht ihr in einer großen Küche. Ihr könnt hier wohl sehen, wie 3-4 Köche an irgendwelchen Steinen stehen und irgendwie eine geschlachtete Ziege, die da liegt, die Haut abgezogen, irgendwelche Suppen, die hier kochen und es ist ein unglaublich leckerer Geruch nach Gewürzen, der in der Luft liegt und sie sind allesamt noch zurzeit schwer beschäftigt, sodass ihr euch gar nicht realisieren, wie der plötzlich mitten in diesem Turmzimmer in der Küche steht. Von der Küche führen wohl 5 weitere Räume ab. Also, ich glaube, meine Logik ist nicht so ganz richtig. Oder? Ja. Willst du die Tür vielleicht wieder schließen? Ja, ich denke auch. Aber es war ein guter Versuch. Es war ein Versuch. Vielleicht sind die Räume, wo immer die gleiche Zahl ist, also der gleiche Buchstabe, gut, dann nehmen wir jetzt diesen 30er-Raum. Ja, du trittst wieder heran, klopfst vielleicht noch einmal kurz vorher dran, machst dir dann auf und stehst
in einem gewaltigen Pferdestall.